Wenn wir am ersten Tag nichts bezahlen, ist das vollkommen okay. Beim zweiten Tag ist der Anschlag. Da kriegen wir eh nicht viel Geld raus, also können wir da bezahlen. Sodass wir am dritten Tag, als wir vorhin 70 hatten, deutlich mehr bezahlen. Das heißt, ich muss tatsächlich nochmal in Tag 2 einsteigen. Was ich aber nicht darf, weil ich keinen Speicherplatz mehr habe. Das ist natürlich doof. Aber wir können ja einer dieser Dinger hier löschen. Wir können eigentlich sogar beide löschen, weil wir die nicht mehr brauchen. Da sind wir ja fertig. So, also wir müssen nochmal in Tag 2 einsteigen. Das tut mir natürlich leid, aber ich muss ja auch lernen, das perfekte Spiel zu machen. So. Weil hier geht ja eh nicht viel, ne? Hier kommt jetzt der Anschlag gleich. Ich plane natürlich alles durch. Das ist ein ultraschweres Achievement da zu kriegen. Also klar muss ich da eine Menge planen. Ne? Es wird jetzt von Anfang an perfekt geplant. Wir werden auch noch öfter immer mal wieder zurückswitchen müssen, weil ich nicht mehr weiß, an welchem Tag welcher Anschlag war. Und pipapo, ne? Jetzt weiß ich nur noch mehr, das war der Tag, wo Ausländer einreisen dürfen, ne? Also das heißt, ich muss nur auf Geschlecht und Ablaufdatum achten. So, das ist natürlich alles etwas ärgerlich, aber man muss sich ja natürlich genau ausgucken. Foto, männlich, abgelaufen. Ja, genau darauf muss man achten. Und dann war es das auch schon. Muss ich eigentlich verhören? Eigentlich nicht, ne? Ich habe ja hier noch nichts, oder? Doch, ich muss schon, ne? Weiß ich das nicht. So. Also, das ist völlig egal, wie der heißt. Das ist nicht abgelaufen. Er ist männlich. Und das war's. Ich muss echt nur auf... Oh ja, und Foto. Geschlecht, Foto und Ablauf. Was? Ah ja, ausstellende Stadt. Aber da haben wir ja gesagt, wenn sie mich da verarschen, dann ist das halt so. Ich lerne den nicht alle auswendig. Paradiesna ist aber die richtige Stadt und er ist männlich, Astotzka passt. So. Das, wie gesagt, das mit der Stadt, das ist mir halt einfach, na, das ist mir egal. Ich lerne den nicht alle auswendig und das Nachgucken kostet mich zu viel Zeit. Republik, das, die, also wenn er weiblich ist, dann weiß ich auch nicht. So, sind Sie eine Frau? Das, was auf dem Ausweis steht, ist richtig. Was ist jetzt passiert? Hallo? What the hell? Was ist... Nein! Wie ist... Was ist... Oh, okay. What the hell, ey? Hä? Habt ihr das auch? Was zum... Was ist denn hier los, ey? Okay, wartet mal. What the fuck, ey? Und plötzlich eskaliert's. Alles klar. Weiß ich ja Bescheid. Heilige, ich weiß gar nicht, warum das jetzt so ist. Wartet mal, ich muss das jetzt wieder richtig einstellen irgendwie. Ja, sorry, aber das, ich weiß nicht, was jetzt hier los ist. Mann! So, jetzt ist wieder hübsch. Nächster, Entschuldigung, schneller. Eieiei. So, was ist los hier? Astotzka aus Christine ist korrekt, weiblich ist korrekt, nicht abgelaufen ist korrekt, Foto ist korrekt. Alles klar, das ist die rosa Sünde. Die rosa Sünde verarscht mich eh nicht. Und ab die Post. Das war Georgis Rache. Na klar. Georgi ist doch ein guter. So, einmal die Papiere. Bitte das Foto, also ganz ehrlich, wenn das dieselbe Frau ist, dann weiß ich auch nicht. Das ist ein altes Bild. Ja, es ist eh egal, was es ist. Anschlag! Einfach so. So, ihr Arbeitstag fand durch einen Anschlag ein vorzeitiges Ende. Jetzt bezahlen wir, weil es cleverer ist. Denn dann kann ich nämlich beim nächsten Mal habe ich dann ganze 100 Dollar. Das macht schon Sinn. So, und wir gehen zur Arbeit. Wir hatten vorhin, hatten wir 70 Dollar aus dem Tag rausgeholt. Bin gespannt, ob ich das nochmal schaffe.
So. Ich sehe gerade, dass bei euch das Bild ein bisschen zu nah ist. Mein Gott, es gibt Schlimmeres. Ich kümmere mich gleich in Ruhe drum, aber ich will jetzt eben... Boah! Geht mir das jetzt hier auf den Senkel. So, ich mach das gleich nochmal. So, jetzt brauchten sie einen Einreiseblick. Ich muss jetzt so schnell wie möglich das nochmal abarbeiten. Und zwar auch so gut wie vorhin. $70 hatte ich rausgeholt. Das muss bitte nochmal klappen. Weiblich, nicht abgelaufen, passt. Rein. Go, go, go. Ich will die 70 auf jeden Fall nochmal schaffen, nochmal 100 haben. Und ich hoffe, ich kriege das wieder perfekt hin. So, Einreisebeleg fehlt. Mein Gott, Leute, ich habe nicht so viel Zeit mit euch hier rumzugammeln. Hat sie einen, hat sie nicht? Hat sie einen, oder? Ach, so klar, ey. Was so klar, es ist unfassbar. Ja, dann stimmt natürlich alles. Wenn sie mir so noch nachlegt, dann ist ja eh alles richtig. So, Hallöchen, ich kann dich jetzt halt glücklich machen, noch so eine. Und die verarschen dich meistens nicht, weil ansonsten fragt man sich ja auch, woher haben die das von der Rosa Sünde überhaupt, wenn die gar nicht hier arbeiten. Nächster. So. Da Erik Bergstrom. Okay, lustig. Naja, Bild passt, aber weiblich ist er garantiert nicht. Also wenn der Erik weiblich ist, dann muss ich mir ganz große Sorgen machen. Ja, ich skaliere das gleich wieder rein. Ganz ruhig. Habe ich gerade gesagt, wir machen das gleich. Wie es in den Papieren steht, willst du mich verarschen? Hau ab. So. Ja, Bombenanschlag, Terroristen, die ist froh, dass hier alles passt. Okay, tschüss, weiter. Komm, komm, komm. Gar nicht ausreden lassen. Stempel drauf und weiter. So, Mann, die ist aber auch unfreundlich hier, oder? So, nicht gültig. Das wissen wir sofort. Stimmt nicht. Bitte lassen Sie mich durch. Nein. Und nächster. So, schauen wir mal. Der Typ stimmt, männlich. Alles klar, viel Spaß in Astotzka. Dass man das hier mit so einer Hektik spielen muss, ist eigentlich gar nicht gesund. Der Shoshi, hey! Schön, los geht's. Shoshi, das Thema hatten wir schon mal. So, ja, der Shoshi, der weiß heute wieder von gar nichts. Das mit dem Pass kommt erst später. Da waren wir ja auch gerade eben schon. So viel dazu. So. Die Papiere bitte. Schönen guten Tag. Das ist der Kostas. Nicht abgelaufen. Alles korrekt. Nicht da. So, macht mir keinen Ärger, Freunde. So, die Dame ist... Ist abgelaufen. Ja, blöd. Wenn natürlich der Ausweis abgelaufen ist, dann würde ich sagen, ist das kacke. Da kann dein Einreisebeleg noch so korrekt sein. Er hat das jetzt erst verlängern lassen. Ja. Yeah. Ist klar. So. Ab geht's. Komm. Wow, was ein Riese, ey. Okay, der ist wirklich riesig. So, Einreisebeleg stimmt. Herzlichen Glückwunsch, viel Spaß. Wenn die Stadt nicht stimmt, ist mir das auch scheißegal. Ich muss die hier abarbeiten. So schnell wie noch nie gearbeitet hat. Und ausstellen der Stadt. Und ich hab's noch angekündigt. Wenn die Stadt nicht stimmt, ist mir das egal. Wie ich's gesagt habe. Einreisebeleg korrekt. Bild? Fragwürdig. Hat sie wirklich nur eine Brille auf? Nein, hat sie nicht. Dachte ich mir doch schon. Das bin ich. Nein, bist du nicht. Tschüss. So, oh, ich glaube, vielleicht holen wir sogar noch mehr raus als die 70 von vorhin. Dann wäre das eigentlich richtig geil. So, und du brauchst
Keine, weil du bist ja einer aus Ostotska und aus Ostotska darf tatsächlich jeder rein, wie er will. Dann ja, viel Spaß. Dass überhaupt nicht mehr jemand aus Ostotska hierher kommt, ist ja ein Wunder. So. Einreisebeleg ist korrekt, das ist nicht, das ist alles korrekt. Hör, die Danielle darf rein. Viel Spaß. So, die nächste Dame ist auch ein Riese und sie hat definitiv nicht das dabei, was sie dabei haben muss, nämlich den Einreisebeleg. Vielleicht verarscht sie mich auch nur wieder und hat ihn doch dabei und kostet mich Zeit. Verdammt, wusste ich es doch. So, und dabei ist gar nichts abgelaufen. Sebastina? Fragwürdig. Die weibliche Form von Sebastian, Sebastina? Gibt's sowas? Habe ich ja noch nie gehört. Also ich kenne keine Sebastina. So, aus Ostotska, Ost-Christin, Bild korrekt, alles korrekt. Viel Spaß. Ganz genau, wir sind der korrekte Grenzer. So, Tag ist gleich abgelaufen. Ostotska, Orange ist korrekt. Nein, stopp! Stopp! Wollte gerade sagen, wir müssen ja nicht überall machen und männlich ist die garantiert nicht. Niemals. Wie, warum fragen Sie? Ha! Sie mich verarschen? Bye, bye, Missy! So, das war also jetzt schon besser. 80 Gehalt! 80 Gehalt! Und alle sind okay, was uns auf ein Gesamtbudget von 90 Dollar bringt, Mann. Siehste mal, 90 Dollar. Das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Damit können wir arbeiten. Und damit erlebt der Schwarzwald natürlich nochmal seine ungekannte. So, und hier sind wir jetzt wieder bei Einreisegenehmigung. Es reicht nicht mehr dieses andere Ding. Ja, ich muss das mir noch einmal ganz kurz mal aufrufen. Und dann auch hier so schnell wie möglich abhaken alles. So. Also, er will arbeiten, das ist korrekt. 3 Monate, jawohl. Die Ausweisnummer, das kann man ganz schlecht lesen, das ist korrekt, aber soweit männlich, Shingleton 84 ist alles korrekt. Der Johann, viel Spaß beim Arbeiten in Ostotska. Eine Money Boy, ey, wir werden so viel Money in dem Spiel jetzt sammeln, das ist der Wahnsinn. So, hoffentlich nimmt uns das keiner weg. So, sie möchte Freunde besuchen. Das ist soweit korrekt. Das ist abgelaufen. Ja. Scheiße gelaufen. Ja. Tut mir leid, aber das wird nichts. Ja, ich weiß, dass du jetzt erst kommen konntest, aber. Ja. Das tut mir sehr leid. So. Hallo, Iro. Und ich weiß auch, was du willst. Aber dummerweise brauchst du jetzt eine neue Genehmigung. So, ich habe hier ein Visum. Ja, sorry, nein, es reicht nicht mehr. Ein Visum reicht nicht mehr. Ich weiß, ihr habt alle sehr gutes Geld bezahlt. So, wen haben wir hier? Einer aus Ostotska. Der aus Ostotska wiegt 82 Kilo, der ist 1,66 groß. Ja, das lassen wir mal durchgehen. Das ist der Aaron G. Breathwot. Was? Aber ist tatsächlich korrekt. Viel Spaß in deinem Land. Was? Wo wir damit beim Thema Distrikt sind. Oh, ich habe aufs Distrikt nicht geachtet, ey. Sie möchte den Sohn besuchen, dann weiß ich natürlich sofort, dass es abgelaufen ist. Ne, man erkennt da ein kleines Muster. Ja, fahr zur Hölle.
Nein, der Teufel soll dich holen. Ach, guck mal. Immerhin sagen sie ab und an was anderes. So, dann von dir die Papiere bitte. Transit für 14 Tage. Was? Ich bleibe hier ein ganzes Jahr? Hier steht, dass du 14 Tage bleibst. Verarschen kann ich mich selber. 14 Tage sind von manchen ein ganzes Jahr. Naja, natürlich, ich bleibe einige Wochen. Warum sind die immer so durch, die Leute? Wie können... Ach, ja, ich habe ein Jahr... Die Emma, die ich habe ein Jahr mit ein paar Wochen verwechselt. Ja, passiert. Was? Oh, schon wieder Ausstände statt. Wie gesagt, das ist, sind die Standardfehler, die ich machen werde. Da sie mich zu viel Zeit kosten. Und ich sie immer noch nicht alle auswendig gelernt habe. Jessica, guten Tag. Wie sieht's aus? Heißen wir Jessica oder Sirma? Ich habe mehrere Namen. Das überprüfen wir. Hat sie einen Alias? Hat sie nicht. Da brauche ich deine scheiß Fingerabdrücke gar nicht. Tschüss. Hat sie nicht. Keine Alias. Weg. Ich brauche keine Fingerabdrücke. Na? Da gucke ich hin. Zack. Boom. Weg. Und der Shoshi. Hey. Shoshi. Tut mir leid, aber... Ne? Der Shoshi. Ja. Ich mag den Pass. Doch, ich mag den Pass eigentlich schon, Shoshi. Das darfst du nicht falsch verstehen. So, der nächste, das ist so ein Möchtegern-Shoshi. So, 74 Kilo ist korrekt, Größe ist definitiv nicht korrekt. Nein, 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 nein. Kollege, verarschen kann ich mich selber. Vielleicht liegt es an meinen Schuhen. Wo wir wieder beim Thema wären. Was für Schuhe hast du dich damals beim Passmachen mit deinen super ultimativen Kiesplateaus hingestellt, oder was? Das stimmt überein, wie kann das sein? Wie kann er denn auf dem Ausweis 1,88 stehen haben, während er gerade mal 1,70 groß ist? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Aber das Schlimme ist, laut Spiel ist es dann korrekt. Wahnsinn, oder? Dass ich das noch glauben darf, ey. Nur zu Besuch ist korrekt für 3 Monate. Ja. So, 95SNE. Nummer stimmt, abgelaufen ist es nicht, weder noch Bild. Beim Bild bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Aha, was haben wir denn hier? Ich habe mich operieren lassen. Oh mein Gott. Ehrlich jetzt? Oh, ich brauche diese Schnell-Commands-Diskrepanz. Du hast dich einen Scheiß operieren lassen, Mann. Hau ab. Verpiss dich aus unserem Land. So, Papiere bitte. Jared Ming? Was ist das denn für ein Name für eine Frau? Welche Frau heißt denn Jared? Also, no offense an alle Damen, die Jared heißen, aber... What? Okay. Hä, Geschlecht? Ich habe da extra geguckt. Ich habe wirklich tatsächlich gerade aufs Geschlecht geguckt. What the fuck? Wie tricky hat die mich denn verarscht? WTF, ich habe gerade wirklich genau hingeguckt, dachte ich. Gruselig. Gruselig. Um Himmels Willen, was mache ich denn jetzt? Falsche Antwort auf Zweck? Och nein. Oh, jetzt wäre ich nervös. Oh Gott. 1 Monat. Scheiße, jetzt hat die Fette hat mich total durcheinander gebracht. Oh mein Gott. Die Fette hat mich gerade völlig auseinandergenommen. Klingt komisch, ist aber so. Antegrin, jetzt kann ich ja nochmal nachgucken. Sand.
Antigrien, Sand, Marmero. Ach du Scheiße. Und ich sag's noch, welche Frau heißt Jared? Oh, hat mich die Transe echt verarscht. Das kostet mich jetzt natürlich scheiße viel Geld. Fuck. Fuck. Oh Mann. Republischer Starläufer wegen Mordes gesucht. Der Vince Lestrade, spurlos verschwunden, wahrscheinlich in Republien. Ja, der Vince will jetzt gleich rein und den werden wir verhaften.